Okay, willkommen zurück und wir spielen jetzt hier den Auftrag oder die Herausforderung Todessturz. Und das Ding ist eigentlich ziemlich mies. Warum und wie werde ich euch erklären und zeigen, weil ihr müsst verstehen, was hier abgeht, was hier los ist. Man kann die super, super, super einfach versehentlich machen, aber wenn man die dann wirklich gewollt machen will, ist es sehr problematisch. Okay, hier vorne finden wir schon mal ein Messer, das ist ganz gut. Das stecken wir auch direkt ein. Und jetzt müssen wir was Wichtiges machen. Wir dürfen nicht zu dem Typen in der Mitte gehen. Weil dann ist alles scheiße. Sondern wir gehen hier rüber. Okay. Wir müssen jetzt hier aus Verzweiflung den Autoalarm auslösen, weil sonst alles scheiße ist. Und damit verhindern wir dem Typen hier, dass er den anderen da anrufen kann. Weil wenn er den anruft, dann ist die Mission gescheitert. Das ist schon mal wichtig. Das muss man wissen. Ich habe die Mission jetzt ein paar Mal gespielt, da kam der Typ mir immer wieder entgegen und das war alles scheiße dann. Hab auch gedacht gerade, ich könnte es mit der Flasche auslösen. Ist halt auch gerade der erste Versuch, sage ich mal, mit meiner neuen Methode. Aber es sollte eigentlich funktionieren. So, jetzt machen wir hier Sabotage. Okay, also nochmal. Der Typ darf auf keinen Fall den anderen Typen anrufen, sonst ist die Mission direkt gescheitert. Das geht nicht, ja? Und Das krieg ich es hin. liegt einfach daran, ihr müsst wissen, dass ihr den Typen oben zum Bluten bringen müsst. Und zwar in der Wohnung. Das ist wichtig, in der Wohnung. Nicht im Flur oder sonst wo, sondern in der Wohnung. Weil wenn ihr das geschafft habt. Sag nichts, Mann, sag nichts. Wenn du Stoff brauchst, bin ich dein Mann, Alter. Ja, wir treffen uns gleich an der Pagode. Okay. Lautloser Kill. Ich habe jetzt noch gewartet, dass er aufhört zu telefonieren, nicht dass noch irgendwas bei rumkommt. Und jetzt können wir uns natürlich hier verkleiden. Das ist schon mal sehr gut. Aber viel wichtiger ist, dass hier Blut ist auf dem Boden, ja. Das Blut ist das Wichtigste, das brauchen wir. Denn ohne Blut ist er einfach nur glücklich und geht wieder. Und das ist natürlich ganz, ganz beschissen. Soweit, so gut. Jetzt, ja, ist es eigentlich schon fast geschafft. Also der schwierigste Teil von der Mission ist geschafft. Man muss halt am Anfang den Alarm bei dem Auto auslösen. Dann kann man erst hier reingehen. Es kann sein, dass er halt, ja, dass er halt trotzdem irgendwie vorher anruft. Aber das ist halt mein Tipp. Wo ist denn hier mein Kollege? Okay. Also ganz wichtig, er darf nicht angerufen werden und ihr müsst den Typen, diesen Drogentypen, in der Wohnung töten. Na komm her, ich will dich abfangen, nicht, dass du hier noch. Komm. Hallo? Endlich. Zeig mir die Ware. Ja, okay. Ja, ich besorg mir ein bisschen Schnee. Wenn Sie uns bei die da hinten sind, links, Sir. Nein, nein, das andere wenn links. Der König von Chinatown bist. Ja. Okay, es ist sehr motiviert hier. Weil wenn kein Blut in der Wohnung ist, dann ist er halt so richtig glücklich, nimmt den Stoff einfach und geht nicht ans Fenster. Und wenn er nicht ans Fenster geht, dann könnt ihr ihn auch nicht umbringen. Also nicht so umbringen, wie ihr ihn umbringen wollt. Aber wir werden es ja gleich sehen. Das sollte alles funktionieren. Ich darf nur nicht failen. Komm, komm, komm. The King. Keep out.
Gut. Leiche ist weg. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob die Leiche weg ist. Wo ist hier überhaupt Blut? Was? Ja. Oh Mann, überall Blut. Sehr gut. Blut ist gut. Okay, jetzt wird er paranoid und das ist das Wichtige daran. Ich habe den nämlich da mit dem Koks getötet und das ist nicht okay, Mann. Und tschüss. Pam. Jetzt schauen wir kurz nach. Birdie. Nicht erfüllt. Warum? Okay, jetzt bin ich verwirrt. Normal sollte das jetzt erfüllt sein. Ich verstehe gerade selber nicht, warum es nicht funktioniert hat. Ihr Tag heute, was? Aber es war doch der Todessturz, der verlangt war. Merkwürdig. Sehr merkwürdig. Auf jeden Fall krabbeln wir erstmal hier hin. So, die Wertung hat sich geändert. Dann überspringen. Eine kleine Spende für den alten Tag. Okay, es gab natürlich ziemlich wenig Punkte jetzt, weil es war halt uncool gemacht, ganz klar. Aber was? Es ist noch offen. Okay. Das Spiel hat mich verarscht. Ich habe vorher nämlich auch den Drogendealer runtergeschmissen, das hat nicht funktioniert. Dann habe ich probiert, dass ich den wieder dahin kriege, dass er im Fenster steht, und das hat nicht funktioniert. Todessturz ist unlösbar.